So, hallo Leute, hier ist mein kleines Abonnenten-Special, mein obligatorisches, und ich wollte mich erstmal, bevor das Video startet, bedanken für 1000 Abonnenten. Das ist auf jeden Fall schon mal eine etwas größere Zahl und ja, ich find's recht cool und danke, dass so viele Wahnsinnige meine Videos schauen. Nein, ihr seid natürlich keine Wahnsinnigen. Oh, nur ich. Ich hab natürlich das nicht alles alleine gemacht, sondern halt mehr auch durch die Crew Slay Massive natürlich, aber ja, war halt trotzdem nicht leicht und ja, Dankeschön und das Video, was jetzt gleich folgt, das habe ich schon mal früher aufgenommen, nur leider nie hochgeladen. Wenn ich da Sachen im Video sage, die irgendwelche Themen oder so, die sind dann wahrscheinlich schon jetzt abgefrühstückt oder so. Also zum Beispiel habe ich über COD geredet und ja, beachtet solche Sachen halt einfach nicht. Hört es euch einfach an und ja, ich wünsche euch viel Spaß und nochmal vielen Dank für die 1000, ne? Und bis zum nächsten Abonnenten-Special. Vielleicht werden es ja irgendwann mal 10.000. Da würde ich mich natürlich ganz doll freuen. Ja, also viel Spaß zum dritten Mal oder zum zweiten Mal. Ist mir egal. Ciao. So Leute, da sind wir wieder zu GTA, aber diesmal GTA 4 mit dem guten alten Niko Bellic. Und ja, ich mache jetzt hier kein Let's Play davon, sondern nur so ein bisschen. Wir zerstören die Gegend, bevor ich online mit dem Dawid und Co. spiele. Wir machen das bestimmt nochmal und ja, deswegen spiele ich jetzt erstmal, damit ihr das wisst oder ob ich überhaupt weiß, ob ihr es überhaupt wollt, zocke ich halt jetzt mal, lade vielleicht ein, zwei Videos hoch, die in unregelmäßigen Abständen und mal schauen, ob es euch gefällt. Wenn nicht, dann müsst ihr mir das halt sagen, weil ja, ich wollte es halt mal ausprobieren, der Weed halt auch später vielleicht noch. Und ja, hab's lange nicht mehr gespielt und ich gehe erstmal ins Web. Yeah. Oha. Alten Zeiten. Hier konnte man auch sich Autos angucken, soweit ich weiß, aber nicht kaufen, oder? Ja, gab's mehr Telefonnummern, aber ich glaube, das waren so eine Art Cheats immer, habe ich, glaube ich. Oder wenn man die eingegeben hat? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es schade, dass man die nicht kaufen kann einfach. Egal. Ich will jetzt nicht aufs Spiel rumhacken. Ist auf jeden Fall hier Niko Bellic. Blablabla, müsste man eigentlich kennen, ne? GTA 4 aus dem Jahr 2008. Auf jeden Fall ein geiles Game und na, die Grafik. So schlecht ist sie jetzt auch wieder nicht. Oh, uah. Okay. Das war gerade hässlich. Aber ich habe irgendwie auch lieber Lust, The Ballad of Gay Tony zu spielen, weil da gefällt mir irgendwie der Charakter besser. Man kann halt viel lustigere Sachen machen, es gibt coolere Waffen. Aber egal. Erstmal das alte GTA 4 und der Wagen davor sieht aus wie der Fels aus GTA 5. Vielleicht heißt er ja auch so, mal schauen. Treten erstmal ein paar Penner zusammen. Und ich mache jetzt halt. Oh, der heißt sogar Felser. Das ist sogar der cool. Dann mache ich jetzt erst so ein paar Sachen, die ich früher immer so auch Spaß gemacht habe, die denke ich auch andere so gemacht haben, um so ein bisschen sich die Zeit zu vertreiben in GTA 4. Und nein, ich gehe nicht mit Roman Bowling spielen. Das ist so ein Insider, muss man nicht wissen. So, was machen wir denn als erstes? Was habe ich denn gerne mal gemacht? Ach ja, das Krankenhaus. Wo waren das? Och man, oh Mann, wo waren die nochmal? Ach da. Jeden Fall auf GTA Online hier, also GTA 4 Multiplayer, freue ich mich auch so ein bisschen wieder, weil da sind sehr viele Hacker unterwegs. Sehr viele. Und die hacken ja nicht Geld oder so, weil Geld braucht man da ja eh nicht. What the fuck, was ist das für den Auto, wie die rumfliegen? Auf jeden Fall die Hacker, die hacken dir irgendwelche Gegenstände, zum Beispiel eine Mülltonne, hacken die ja dann auf den Kopf drauf oder
Das Empire State Building kann auch einfach mal an dir vorbeifahren. Und oh, hier ist ein Porsche-Laden, wo noch einbrechen kann. Ich mach's nicht, nämlich keinen Stern habe. Die soll ich erst gleich bekommen. Und ja, ich finde das Spiel eigentlich ziemlich cool noch. Also ja, jetzt die Grafik, die chillt jetzt nicht so, ne, aber. Und die Autos fahren sich hier, ich finde ein bisschen, ich weiß nicht, schlechter noch, ja doch. Die fahren sich irgendwie schlechter. Ich finde GTA 5 ist es viel besser, aber mein Gott, ist ja auch neuer. Oh, gut. Man, wie man hier fährt, ist echt komplett anders. Und der Fels in GTA 5 sieht auch cool aus, finde ich. Ja doch, und vorne sieht er viel cooler aus. Aber hier kann man auch diese Ansicht machen, das finde ich auch lustig. Yay. Fahren wir mal ein bisschen in der hier ganz spannend. Und auf dem Weg zum Krankenhaus kann ich ja ein bisschen was erzählen für die Call of Duty Fans unter euch, wenn es überhaupt noch gibt. Ich bezweifle ja schon langsam. Aber wer halt wissen will und es noch nicht weiß, das nächste Call of Duty wird kein Black Ops, also kein Black Ops, sondern es wird ein... Guck mal, Laserguck ist online. da ist auf jeden Fall... wird es ein Modern Warfare Teil von Slash Hammer. Und... ich, also man ist sich nicht 100% sicher, ob es ein Modern Warfare Teil wird, aber es ist halt sehr höchstwahrscheinlich. 100% ist es halt, dass es von Slash Hammer ist, von den Machern von Modern Warfare. Und was halt dafür spricht, ist, so ein Typ hat so einen Trailer gesehen, also nur er, der hat auch von Black Ops 2 das schon gesehen hat im März. Der hat das halt auch schon gesagt, dass es dann halt Black Ops 2 wird und so. Deswegen ist es eigentlich eine ganz sichere Quelle. Der Typ hat ziemlich viel Ahnung und ja, die kann man, denke ich mal, schon vertrauen. Der hat halt einen Trailer gesehen und er meint halt, dass es höchstwahrscheinlich ein Modern Warfare Teil wird. Mit ziemlich guter Grafik und alles. Und Slashhammer hat auch die Nachricht rausgebracht, dass sie Waffendesigner und Wetter, also Leute, die fürs Wetter irgendwelche komischen Sachen entwickeln, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Und ja, auf jeden Fall kommt dann Modern Warfare und ich freue mich da vielleicht schon ein bisschen drauf. Und was halt auch dafür spricht, dass es Modern Warfare Teil ist, wenn es euch mal aufgefallen ist, in Ghost kommen immer mehr Sachen, die an Modern Warfare erinnern. Zum Beispiel halt, als erstes kam Captain Price, dann Makarov, dieser Sakajew aus Modern Warfare 1. Spricht halt einiges dafür. Und ja, da sind wir schon beim Krankenhaus. Habe ich eigentlich Waffen? Wie machen wir das mit den Waffen hier? Ach ja, stimmt, Steuerkreuz. Natürlich, immer schön aus der Hosentasche. Wartet mal. Oh, ich will kein Auto, ey. Ich will kein Auto, ey. Oh, jetzt muss ich gucken, wie das geht. Anzeige, Steuerung, automatisch zielen, aus, Vibration, an. Kratze ich mir jetzt am Ohr so. Zielempfindlichkeit mache ich mal ein bisschen höher, Mittel. So. Ja, so ist das, so muss das. So, und jetzt zum Krankenhaus. Ich denke mal, das haben einige gemacht, was ich jetzt gleich machen werde. Und wenn nicht, dann müsst ihr das auch mal ausprobieren, weil das ist eigentlich ganz lustig. Zwar jetzt ziemlich geisteskrank, aber das ist lustig. Halt, hier sich durchbuggen so ein bisschen, durchglitschen, so nenne ich es mal. Und dann hier versuchen reinzufahren und halt zu blockieren, dass die ganzen Leute, die Kranken, die da drin sitzen, nicht mehr raus können. Und dann könnt ihr halt alle abschlachten, die Bullen kommen nicht raus und dann könnt ihr euch halt euren Kranken Spaß machen. Ist auf jeden Fall witzig. Und ich komme da nicht hoch. Hoch schon, aber die Tür... Man muss das halt im richtigen Moment hinkriegen. Vielleicht geht das auch mit dem Auto nicht, weil das vielleicht ein bisschen zu langsam ist. Aber das muss gehen. Das muss gehen. Na, los. Ach, jetzt. Ich muss mir vielleicht gleich eine Karre cheaten, dass ich da schneller hochkomme. Vielleicht bringt's das ja. Oh, nee, okay. Okay, ich hab nichts gesagt. Nichts mit cheaten. Oh, der Feld sieht wirklich genauso aus. Er hat ja selbst die Boxen da. Ja, okay, was... Die müssen die ja nicht neu machen, wenn er so aussieht. So. Nice. Och man, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Aber okay, das geht auch. Noch zwei Sachen. Einmal, der Sprung ist hier sehr Premium. Also, der Sprung geht ja noch. Das ist ja normal. Also springt, denke ich mal, jeder normale Mensch. So ungefähr so. Aber... wer macht denn schon so die Knie hoch? Egal. Oh ja.
Hallöchen, Popöchen, trinkst du was, hä? Ja. Überhaupt nicht brutal. Ja. So, komm. Guck mal, wie die da noch weiter rumsitzen. Ihr crazy Niggas. Hä? Bam! Oh, ich hätte nur einen Schuss. Schade. Nee. Nee. Scharfschützengewehr. Boah, was für ein geiles Scope. Ich kann sich COD eine Scheibe abschneiden. Alter, wieso? Oh Gott, wie lenkt man das mit LS? Uäh. Das könnte ich jetzt auch noch umstellen, aber egal. Headshot, Bitches. Jetzt mal dicke Headshots verteilen. Ja, Nico Bellic rastet erstmal aus hier. Erstmal Amoklauf in GTA 4. Wie in den guten alten Zeiten. Ich weiß nicht, in GTA 5 mache ich das gar nicht mehr so oft, aber in GTA 4 habe ich früher so oft Amokläufe gemacht. Oh. Oh, schon alle weg. Das ging viel zu schnell. Viel zu schnell ging das. Erstmal hier Eigentum des Krankenhauses zerstören. Aber das hier sind PCs der neuen Generation. Guckt, die sind nicht mal angeschlossen mit dem PC. Guckt, da müssen eigentlich die Stecker drin stecken. So neu sind die schon. Aber ich werde angeschossen. Von den doofen Polizisten. Guck mal, da liegt einer. Auf dem Stuhl. Flüchtet ihr, hä? Crazy Nigga, hallo? Ja, so muss das. Ja, so muss das. Ach ja. Ach nee, warte, das kann ich gerade nicht zeigen, wenn die Bullen da sind. Ey, ich muss ja mit der Steuerung erstmal wieder klarkommen. Sorry. Nein! Och, was machst denn du? Ich visier doch da an, da hinten. Natürlich, du Mülleimer. Egal. Habe ich hier Cheats drin? Ich weiß es nicht. Natürlich habe ich hier Cheats drin. Aber nur Gesundheit und Bullen weg. Egal, nächste Runde habe ich auf jeden Fall mehr Cheats. Waffen-Cheats und so. Habe ich die nicht benutzt? Meine Fresse, was ist mit mir los? Nur Bullen wegmachen? Oh, der gefährliche Raum. Wenn ich jetzt Auto-Aim hätte, könnte man dann die Leute anvisieren, die da hinter der Wand sind, aber das ist so ein kleiner Bug. Ach ja, was ich zeigen wollte ist, nicht, dass das da auch Fußspuren sind von Blut, aber was ich cool finde an GTA 4, das hier. Dass man so Arterien treffen kann und die dann so richtig, oder Let's Play und kurz online, hallo. So Arterien treffen kann, das so richtig abblutet. Wie Sau. GTA 4 ist auch gar nicht brutal, ne? Ah. Aber gehen wir erstmal meine Oma im Krankenhaus besuchen. Ja, sie liegt im Krankenhaus. Wir besuchen sie jetzt. Oh ne, hier sind nur irgendwelche komischen Typen. Was habt ihr mit meiner Oma gemacht? Wieso steht hier eigentlich Pisswasser rum? Und, oh. Ungeziefer. Ja, ich bin der Kammerjäger, deswegen bin ich hier. Das Geile ist, die Viecher können einfach nicht sterben. Ich könnte hier alles mit C4 auslegen. Die überleben das. Oh, ne Desert Eagle. Bam, Headshot. Bam, 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 bam. Alles gut bei euch? Mein Gott, auf dem Zimmer war meine Oma nicht. Omi? Oh, die haben Omi hier nicht. Ist das Omi? Omi, du bist ja total schwarz geworden. Omi! Nein! Oh, diese Texturen. Komm, gucken wir sie uns mal ein bisschen genauer an. Ja, ich stehe auf Omas. Ah, ja. Interessante Textur. Ach, Oma. Mach doch hier nicht alles dreckig. Mein Gott, jetzt muss ich eine Schwester rufen. Ach, sie hat. Lol. Sie hat wahrscheinlich ihre Tage. Guckt es euch an. Oma, warum hast du wieder deine Tage? Mein Gott. Hä, sind die Cops hier drin oder wieso wird mir das so angezeigt? Egal. Naja, Oma, geht's bald, denke ich mal, wieder besser. Ja. Ich denke mal, die erste Folge mache ich nicht so lange. Jetzt bekämpfe ich noch die Bullen und die einfach respawnenden Leute. Gehe ich hier noch los? Ja. Bam. Drittes Arschloch.
Oh, Balls. Bälle. Ich soll ja aufhören, so viele Laute zu machen, oder? Oh, hier ist ja noch jemand. Das darf doch nicht sein. Warum lebt die denn noch? Fail. Oh mein Gott. Oh, und jetzt zeige ich euch dann mal das Spiegelbild von Nico Bellic. Ist er nicht schön? Ja, er ist wunderschön. Ach, da sind schon wieder Leute gespawnt, oder? Sitzt da jemand? Oh, natürlich. Respawn einfach mal. Einfach random. Yeah. Überhaupt nicht krank. Jo, und jetzt gehen wir. Hallo, wähl mal eine Waffe aus. Aua, nee. Oh, nö. Oh, jo, nö. Erstmal die Cops beseitigen. Wo ist sie für 6 Sterne? Ich erinnere mich aber, dass es hier ein bisschen länger dauert, 6 Sterne zu bekommen. Hier gibt es leider keinen Panzer. Oh. Ha. Crazy Negers. Nein, ich habe nichts gegen Neger. Also gegen Farbige. Gegen stark pigmentierte. Oh, los, komm schon. Jo, ihr seid echt schlau, ne? Ich finde hier die Polizisten sind 100 mal besser als in GTA 4. In GTA 5. In GTA 5 sind die Bullen so übertrieben. Ich meine, du hast einstellen. Die schießen schon direkt auf dich. Die wollen dich schon sofort umbringen. Die sind wenigstens noch nett. Kann ich das auch aus der Deckung schießen? Ja. Das war noch ein Visieren, oder? Ja. Boah. Realismus. Realismus. Boah, das wird so geil, wenn wir online zocken. Ich hatte David auch Lust. Wir hatten das ja mal im Teamspeak mal besprochen, ob wir das machen wollen. Hatten wir dann so lustige Ideen gehabt. Und ich weiß nicht, ob wir das halt immer noch vorhaben oder nicht. Ach, man kann sich hier ducken und dann schießen. Ducken, schießen, 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 ducken, 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 laufen, laufen, schießen, schießen, ducken, ducken. So. Oh, das Auto brennt. Dann warten wir mal. Oh, das Panzergas, wenn was los. Amazing Race. I see the sun. Ah, da, ich kann dieses Lied nicht. Und das war's mit uns. Und nicht nur mit uns, sondern mit dieser recht kurzen Folge. Es tut mir leid, dass es so kurz war. Tschüss. Nein, auf jeden Fall macht's gut und schreibt mir in die Comments, ob es euch gefällt, wenn ich noch mit dem Dawi zusammen zocke und da hat jemand seine Tage gehabt. Und macht's gut. Tschüss. Boah, ihr habt das Video wirklich zu Ende geschaut. Ihr habt ja echt Nerven aus Stahl. Das muss ich euch echt mal lassen. Aber ne, jetzt mal ernsthaft. Das habe ich etwas verspätet eingereicht, das Video. Tut mir leid. Ich hatte am Internet. Am Internet, ja, Internet. Ja. Ich hatte am Wochenende kein Internet und ja, deswegen kommt es ein bisschen später. Und danke fürs Zusehen. Bis auf die nächsten 1000 Abonnenten oder what? Tschüss. Penis.